Heute haben wir wieder viele Recording-News für euch und außerdem werden uns Mika und Stefan erste Erfahrungen über Ableton Link mitteilen. Und der Kai weiß schon, welche Apps gut unter Mac Sierra laufen. Dranbleiben. Die MusicTalk News der Woche werden präsentiert von Hofer College. Mit Hofer College lernst du Tontechnik bei dir zu Hause. Jeden Monat erhältst du ein umfangreiches Kursheft plus DVD mit Beispielen aus echten Studioproduktionen. Du löst Praxisaufgaben und erhältst persönliches Feedback von deinen Tutoren. Immer alles inklusive, zum Beispiel mit Zugang zum Online-Campus mit weiteren Videotutorials. Mehr Informationen auf www.hofer-college.de. Herzlich willkommen zu MusicTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum MusicTalk-Stammtisch. Das ist der wöchentliche Podcast rund ums Thema Music und Music Recording auf www.musicTalk.de. Hier talke ich mit meinen Gästen eine Woche. Das wäre geil, oder? Eine Woche. Das machen wir mal. Wir machen mal eine Woche. Nein, eine Stunde. Nur über ein Thema. Und das ist Recording. Richtig, Stefan? Ja. Und meinen Podcast findet ihr auf www.musicTalk.de und auf YouTube mit Livestream. Und das Ganze gibt es auch als Audio-Podcast, den ihr über iTunes abonnieren könnt. Und dann könnt ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Stunde einen Talk hören um das Thema Recording. Und heute bei mir im Studio als Studiogast ist der Stefan. Hallo Stefan. Hi. Alles gut bei dir? Ja, alles super. Du wirst uns nachher zusammen mit Mika ein bisschen darüber erzählen, wie denn Link jetzt so in der Praxis wirklich funktioniert. Ne? Ja, das habe ich letzte Woche und einen Monat davor schon mal live im Klunkerkranich in Berlin getestet. Okay, bin ich gespannt, was du und der Mika dann zu berichten haben. Und heute das erste Mal mit dabei ist der Stefan E. Darauf hatten wir uns geeinigt, ne Stefan? Ja, genau. Stefan Endemann, hallo. Hi. Richtig. So, bist das erste Mal dabei, ne? Ja, stimmt. Ich freue mich auch dabei zu sein und ja, ich bin auch ganz gespannt, ob ich so meinen Senf dazu geben kann. Ja, du hast mir über Facebook ein Bewerbungsvideo geschickt. Jo. Ist auch eine gute Idee. Ich würde mal sagen, jeder, der hier mitmachen möchte oder vielleicht eine Frage hat, der kann auch gerne ein kleines Video schicken. Und das werden wir dann in der Sendung auch mal kurz anspielen. Das machen wir nämlich jetzt mal. Also ich bin seit 14 Jahren hauptberuflich Musikproducer. Ich war in Europa in Charts, damals mit Mondotech. Mit meinem Projekt Mondotech habe ich fast die ganze Welt bereist. Also ich habe auch schon ein bisschen was gesehen und erlebt und auch produziert. Wir haben für Flowrider produziert, für Cascada. Also damals noch wir, jetzt ich. Damals war ich noch mit Stefan, da muss ich gleich einhaken. Ja. Wer hat... Warum tust du das? Ach so, andere Frage. Okay. Nee. Warum ich nicht dachte... Okay. Wer hat den ersten Track oder die erste Schallplatte zusammen mit Jan Pfeiffer produziert? Ja, Janu, ich weiß nicht. Also ich kenne nur die Zusammenarbeit mit Manian, Manuel Reuter. Ansonsten du, ich war das. Ah, okay. Blue Max hieß das Projekt. Ah ja. Ah, siehst du mal, wie die... Der Kreis schließt sich doch immer wieder mal. Ne? Und in der Runde heute außerdem der Mika. Hallo Mika. Hallo. Na? Schön, wieder dabei zu sein. Upi, so, was gibt's denn von dir Neues? Ich habe Instagram für mich entdeckt. Das sind eigentlich so die News. Ansonsten habe ich jetzt ein neues Projekt, bin ich in ein neues Projekt mit eingestiegen, was ziemlich spannend war oder ziemlich spannend ist. Chris Kraus, Live Elektropop. Und dort habe ich ganz schön viel gemacht. Habe nebenbei irgendwie mit Arduino mir einen eigenen Controller gebaut, den ich dann auch live auf der Bühne benutzt habe und all solche Sachen. Also ziemlich viel gefummelt und gedengelt jetzt im Sommer. Mal gucken, was jetzt noch alles so kommt. Gedengelt. Auch interessant. Kai, hast du auch gedengelt? Ich habe nicht gedengelt, nee. Aber du hast hoffentlich viel installiert und deinstalliert. Ganz genau, das habe ich getan. Ja, da wirst du uns nachher noch ausführlich berichten, hoffe ich, über deine Erfahrungen mit Mac
OS, wie es jetzt heißt, Sierra. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bevor wir loslegen, möchte ich meine Montagssendung anteasen. Dafür habe ich hier so einen ganz kleinen, das ist ja jetzt so modern. Man macht so ein, ne, so ein Teaser-Bildchen, richtig? Ja. Ah, was ist das für eine Auflösung? Nein, mehr darf ich ja gar nicht zeigen. Weg, 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 weg. Am Montag stellen wir ein komplett neues Plugin eines neuen Herstellers auf den Plugin-Markt. Hier montags als Video vor. Na dann. Na dann. Der Hersteller ist tatsächlich neu? In dem Markt ja. Ach, der Kai ist einfach. Dem Kai kann man einfach nichts vormachen. Ne? Der kennt sich einfach zu. Ja. Ich konnte ja eben auf der Briefmarke gar nichts erkennen. Ich habe ja nur mal so ins Blaue hinein gefragt. Ja, so. Nein, der Hersteller macht schon Instrumente, aber noch keine virtuellen. Ist das Produkt denn schon draußen? Oder? Jetzt, nein, jetzt reden wir nicht weiter darüber, sonst kriege ich noch Ärger. Du willst doch teasern. Alles klar. Ja, das war geteasert jetzt. Ne? So. Noch müssen wir noch ein bisschen verschwommen und so machen. So, gucken wir mal in die Liste der News. Ein paar Sachen waren interessant diese Woche. Und zwar, wir haben, glaube ich, im letzten Stammtisch auch darüber mal kurz gesprochen, über die ARA-Schnittstelle. Und jetzt gibt es für Studio One auch eine ARA-Einbindung von Vocal Align. Und ich schaue mal hier rein. Ich muss mal ganz kurz weg von meinem Bildschirm gehen. Ich habe nicht vergessen, den anderen Link noch aufzumachen. Ich habe nämlich gefunden, wo habe ich es denn jetzt hier reingemacht? Oh, habe ich nicht. War das nicht unten, das Video? Nee, ja. Ich meine auf der Studio One-Seite. Ah, warte mal. Das war doch weiter unten. Ja, das ja. Video, das können wir mal kurz anspielen. Genau. It's integration with Studio One 3.3.1 and above. Now, first of all, inside of Studio One, you'll notice some new features. If we go up to our audio menu here, click on audio, and you'll see these two new features here, edit with vocal line and remove vocal line. I can also assign these with shortcuts. If I go up to my Studio One menu here, come down to keyboard shortcuts, I'm going to type in here, vocal line. Also das Interessante an ARA ist ja im Prinzip, dass es was anderes ist als eine normale Plugin-Schnittstelle. Und zwar die Idee ist hier, dass es ja auch Prozesse gibt, wo mehr Daten übertragen werden müssen. Mhm. Und wenn du jetzt nur ein Plugin hast, du hast das im Kanalzug drin, dann kriegt das Plugin die Daten, die in Echtzeit jetzt in den Kanalzug und ins Plugin hineinfließen, aber weiß sonst nichts über die Audiodaten. Und mit ARA gibt es im Prinzip eine weitergehende Verbindung und eine tiefergehende Integration in die DAW, sodass man solche Effekte eben auch vorberechnen kann. Ja. Das ist so wie bei Melodyne, was auch schon integriert ist. Da brauchst du ja auch mehr Infos. Ne? Also was mich überrascht hat, war, dass eben du unterschiedliche Spuren einfach auch draufziehen kannst und das Plugin nur einmal offen ist, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Genau. Ja, also höchst interessant, ja. Das war ja auch eine Geschichte, die wir in dem Cubase Pro 9 Feature Request, habe ich das kurz erwähnt, habe ich gesagt, ja, diese Technologie, das fände ich eigentlich gut, wenn das in mehreren DAWs eingebaut wird. Und auch die Idee bei Studio One mit den Mix Engine Effects ist auch eine Geschichte, wo man sagen muss, das wünsche ich mir für andere DAWs auch. Also bis jetzt war es ja, also in einigen, ich habe gesehen, in der Liste waren einige DAWs auf jeden Fall unterstützt, aber Ableton hat zum Beispiel gefehlt, was mich gewundert, also ja, was ich nicht so toll finde, weil ich halt Ableton-Nutzer bin. Mhm. Aber ja, also Studio One jetzt auch dabei und also sind jetzt, glaube ich, 5 der großen, also Pro Tools, ich glaube, also Steinberg ist auf jeden Fall fähig, also das, aber das, ist also nicht das Plugin, Start, ne? Aber das ARA ist wahrscheinlich nicht drin. Fragen wir mal den Kai. Kai, weißt du das, wo ARA jetzt schon überall implementiert wurde? Ich könnte es nicht auswendig sagen, nein. Okay, alles klar. Aber es sind jedenfalls nicht alle großen DAWs. Auf jeden Fall nicht. Also Cubase weiß es auf jeden Fall nicht integriert ist. Ne? Also Vocal Line funktioniert auf jeden Fall, glaube ich, bei Cubase, aber ob das ARA halt nicht genau, das ist halt nicht drin, genau. Ja. Also soweit ich das überblicke, gibt es diese ARA-Schnittstelle so richtig nur bei Studio One bis jetzt. Und wenn also du ich habe, ne Kai, ich glaube das... Soweit ich das weiß... Ist das so, ja. Genau. Und wenn du die nicht hast, dann musst du das Plugin jedes Mal neu öffnen auf jedem Kanal. Genau. Okay. Also dann hast du eben nicht die ARA
Schnittstelle sorgt dafür, dass das Plugin Zugriff hat auch auf die weitergehenden Audiodaten, die auf der Festplatte sind oder auf der Spur sind. Und nicht nur die Daten, die in Echtzeit durch das Plugin fließen. Und das brauchst du bei Melodyne zum Beispiel auch. Ne? Ja, aber du musst das ja im Endeffekt trotzdem nochmal rendern, dass es dann wirklich, also dass du dann auch die veränderte Wellenform in der DAW siehst. Also den Schritt musst du ja trotzdem noch machen. Wenn das noch automatisch gehen würde, dann wow. Also wenn ich als Nachfrage, wenn ich das richtig verstehe, das Plugin kann sich dann zum Beispiel das ganze hinterlegte Audio-File in der jeweiligen Spur ziehen, oder? Genau, hat Zugriff auf die Daten, die auch auf dem ganzen Track sind. Ja, und werden da auch weitere Systeminformationen zur Verfügung gestellt noch über die Schnittstelle? Sonst noch so unter Umständen gebrauchen könnte? Na, gucken wir mal bei Celemony, die haben das ja erfunden. Da habe ich auch einen Link gefunden dazu, obwohl hier könnten wir mal rein, hier haben wir es schon. ARA ist keine neue Plugin-Schnittstelle, die zu den bestehenden in Konkurrenz tritt, sondern eine optionale Erweiterung, die sowohl von der DAW als auch vom Plugin unterstützt werden muss. ARA erlaubt es DAW und Plugin Informationen über die Audiodatei, Tempo, Tonhöhe, Rhythmus und vieles andere auszutauschen und dadurch wesentlich enger zusammenzuarbeiten. Das Plugin ist näher am Geschehen in der DAW und kann dadurch geschmeidiger und effektiver arbeiten. Ich frage mich nur, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie Vocaline aussieht, ich habe das auch mal benutzt, ich frage mich nur, wie das auf mehreren Spuren benutzt werden kann, wenn das Fenster, zumindest von diesem Vocaline Project oder was das gerade war, das Plugin, was gezeigt wurde, wenn irgendwie das GUI nur zwei Spuren zur Verfügung stellt, also Referenz und Bearbeitungsspur. Also wie soll das funktionieren? Ich habe das gesehen, dass wenn der dann, also der hat ja eine so eine Guide-Track, da legt er dann das eine Vocal rein und wenn du ein bisschen weiter rein, so ein bisschen das Video. Geh mal so ein bisschen weiter in die Mitte oder so, wo er schon mehrere übereinander gelegt hat. Hier? Ja. Da kannst du dann sehen, dass du hast eine hellorangene und eine dunkelorangene Farbe und das sind dann die zwei Spuren, die übereinander als Dubtrack liegen. Und das ist klar, aber wenn ich mehrere Spuren da matchen will sozusagen mit einem Plugin, dann muss ich ja jetzt durch mehrere Spuren auch mappen können irgendwie. Da müsste irgendwo so ein Button sein für Next Track oder sowas. Jetzt sehe ich ja ganz normal nur Referenz und Bearbeitungsspur. So kenne ich das Plugin ja auch. Mhm. Aber vorhin wurde erwähnt, dass man das auf mehrere Spuren gleichzeitig nutzen kann. Ein Plugin über die ARA-Schnittstelle. Das ist ja das, was ich meinte. Also, du siehst das auch. Ja, hier kannst du ja sehen. Man sieht das ja auch in dem Plugin GUI. Da steht oben Guide, da wähle ich die Guide-Spur aus. Und dann die Dub-Spur ist die nächste, also zwei Spuren, ne? Und er kann dann hier wahrscheinlich... Okay, da kann man es auswählen. Ja, genau, alles klar. Da ist ein Ping. Mhm. Ja. Okay, dann verstehe ich das. Cool. Ja, das ist wirklich eine coole Sache. Mhm. Nur, es sieht immer noch so aus wie 2002, ehrlich gesagt. Also, das verstehe ich nicht. Auch wenn ich so... wenn ich mir das so anschaue, naja, gut. Aber Vocaline ist konkurrenzlos und ich würde sagen, das kann man immer gut einsetzen. Gut, nächste News. Boombox. NEM 2015. Das ist aber schon ein bisschen her, oder? Boom Software. Gibt's jetzt. Creating MIDI Software for almost 20 years. Geh mal ein bisschen rein. So we have this MIDI fighter here going into the Boombox and then the display is telling you which program is selected. We have a standard USB keyboard. It's connected and it can play. The Boombox does the routing. It goes out to Ethernet into a second Boombox and there is routed to 5-pendant MIDI into a synthesizer and that's where you hear the sound from. Wunderbar. Brauchen wir das? Also wenn du so viel Kabel benutzen willst, dann ja. Ja, aber die Hauptanwendung, die ich da gesehen habe, ist, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel so USB-Keyboards hast, mit USB-MIDI, und du möchtest mit diesem Keyboard jetzt einen Synthesizer ansteuern, der nur eine alte DIN-Box hat, dann kommt das Ding doch ins Spiel, ne? Also es geht jetzt wirklich nur um die Box. Es geht nur um die Box. Alles klar. Nika, du hattest eine Frage dazu?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es dann immer nur über ein LAN-Kabel laufen oder wie? Also ich habe nicht die Möglichkeit, zum Beispiel auf der einen Seite meine 5-Pol-DIN und USB-Sachen zusammenzufassen und auf der anderen Seite dann über MIDI, über USB oder so wieder rauszuholen. Ne? Doch, würde ich schon sagen. Also stimmt. Doch, doch, doch. Guck mal hier, das sieht man so, hier ich auch. So, ich das verstanden habe, läuft das immer über... Oder so? Ja, genau. Genau. Nee, genau, aber dann brauche ich 2 Boxen. Mach ein bisschen größer. Ja, mal gucken, ob ich das noch größer kriege. Ja, genau. Du brauchst wahrscheinlich 2 Boxen. Das ist doch wieder nicht so... Ich sag ja, ein Kabel. Nee, aber du brauchst keine 2 Boxen, wenn du auf der einen Seite hier USB reinstecken willst und dann kommt auch hier aus dem MIDI-Out Video raus. Klar. Das okay. Geht schon. Also für die Anwendung, dass du sagst, ich habe hier ein MIDI-Keyboard, das hat aber nur einen USB-MIDI-Output und da möchte ich jetzt gerne in meinen alten Microwave rein, da reicht die Box. Aber die... Das ist jetzt vorne und hinten oder das? Oder das ist vorne und hinten. Ja, okay, ja. Dann, ja. Genau. Und das ganze Teil kannst du dann eben verlängern über Ethernet und du kannst es über Wi-Fi benutzen. Okay. Ja, wenn es so funktioniert, dann ist es natürlich cool. Also kannst irgendwo dein. Was natürlich noch cooler wäre, wenn das nicht nur so eine kleine Box wäre, wo eine Kabelpeitsche dranhängt, wo man ehrlich gesagt ja gar nicht weiß, was gerade aktiv ist und was nicht. Also ich verstehe das auch so als Matrix-Bridge zwischen verschiedenen Geräten und Master-Keyboards. Besser wäre doch, wenn die Kiste, sage ich mal, ein bisschen breiter wäre, hat 8 LEDs, Status-LEDs, so wie ein MIDI-Interface halt, was das für mich eigentlich ja ist, nur mit USB-Port und LAN-Verbindung. Für mich fehlt da so ein bisschen die Statusanzeige. Wenn ich jetzt wirklich mehrere Keyboards und ein Master-Keyboard oder mehrere und noch einen Laptop nutze, woher weiß ich, was gerade aktiv ist? Wer mit wem verbunden ist? Das weiß ich nicht. Das muss ich einfach dann so. Da brauchst du einen Translator, brauchst du einen Computer. Ja, diese andere Box mit den Buttons, die da steht. Ich glaube, das war so eine Routing-Matrix. In dem Video habe ich da was gesehen. Ja, ja, so genau, genau. Das kann, aber dann brauchst du, also für mich ist das Ding doch nur spannend, wenn ich eben keinen Computer benutzen kann. Ne, oder will. Ja. Weil sonst hänge ich da ein Audio-Interface wie iConnectivity dran, dann habe ich das auch. Da kann ich auch routen, bis der Arzt kommt und alles machen. Interessant ist aber, dass es hier auch Wi-Fi kann irgendwie. Ne? Da könnte man da wahrscheinlich dann auch über MIDI, über Wi-Fi an den Microwave rankommen. Kai, du bist doch von der Computerfraktion. Aha. CT-Schreiberling. Sag mal was dazu. Mir erschließt sich natürlich jetzt die Funktionalität auch nicht zu 100%. Zumal ich das Gerät noch nie in der Hand hatte. Also ich bin mir auch unsicher, was es ganz genau kann. Ist schwierig rauszubekommen, ne? Finde ich auch. Was kostet das Ding denn? Das ist das größte Problem. Na, steht doch da. 200 Euro. Also wenn man jetzt so Keyboard-Burgen hat und man muss Hardwire-mäßig alles auf dem Stage verbinden, dass man quasi mit 3 Keyboards alles andere irgendwie steuern kann, okay, dann schließt man das einmal an. Und hat alles sozusagen at hand. Aber mit umswitchen ist da auch nicht viel, würde ich sagen. Also, was kann es dann mehr als normales MIDI-Interface? Also, ich weiß auch nicht, welches Problem das löst, was vorher nicht gelöst wurde. Das löst dir das Problem, dass du USB-MIDI nicht machen kannst. Aber konnte das nicht iConnectivity auch schon? Ja, aber dann hast du wieder ein Audio-Interface, was am Rechner angeschlossen werden muss. Und will. Und das ist... Ja. Anscheinend hier die Lösung für genau dieses Problem, was auch Stefan E. ansatzweise hier schon vorgetragen hat, für live, wo ich eben keinen Rechner benutzen möchte. Und ich habe ein paar Geräte, die können halt eben nur USB, MIDI über USB und dann ist das Gerät natürlich goldrichtig, was nur schmerzt, sind die 200 Euro. Ne? Tja. Ja, okay. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Nischenprodukt, deswegen dementsprechend der Preis. Absolut. Der Thomas Wendt hat mir einen schönen Link geschickt auf Yuzi Vocal Synthesizer, das ist eine schwedische Plugin-Firma. Und was hier ganz besonders auffällt, sind 2 Sachen. Erstmal das GUI der Software. Na, was sie auch nur kurz zeigen leider in dem Video. Ja, wo ist es denn? Ist nur eine App. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hey, Leute! Hier ganz am Anfang? Nee, nee. Scheiße. Musst du draufklicken, siehst du den App Store. Das ist eine App. Also da habe ich es. Hurra, geschafft.
So sieht das GUI aus. Mal was ganz anderes, ne? Oder? Kennst du da welche, Stefan? Also ich kenne da so Reaktor-Dinge aus der Library, die sind schon 10 Jahre alt. Die sehen ähnlich verwurstelt aus, so dass man nicht so auf den ersten Blick gleich weiß, was ist. Aber so mit XY sehr viel gibt es bei Reaktor massig. Okay. Also so Felder. Die dann auch so wie aussehen wie so ein Gemälde? Kannst du dir was ist das hier, ein Teil von amerikanischen Kontinent im Hintergrund oder was ist das eigentlich? Das ist einfach ein Farbfleck, Farbfleck auf dem weißen Hintergrund, würde ich das nennen. Okay. Was mir aufgefallen ist, ist wieder diese typische Diskrepanz, seht ihr hier, ne? iOS-Version $5, AUVST-Version 13. Aber die machen auch Kompressoren und so, ne? Für iOS habe ich. Ja, ja. Da stellt sich für mich die Frage, wie benutzt du einen Kompressor auf dem iPad sinnvoll in der Signalkette? Mann, das ist eine Frage. Das ist eine Frage für eine ganze Sendung, würde ich sagen, oder? Das ist das, was mich bei dem Hersteller irgendwie so ein bisschen so stutzig gemacht hat. Echt? Ja. Okay, ich bin hier auch stutzig. Ich suche hier verzweifelt meine Links. Ich habe hier heute das erste Mal ein neues Regime hier mit meinen Links. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, nicht immer ganz im Bilde, wo der Link ist. Genau, sowas hier, da. Du hast dann so ein Effekt-Plugin als iOS-App. Also an sich nicht schlecht, die Idee, aber ich frage mich, wie binde ich das sinnvoll in meine Signalflusskette ein? Na, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann da zum Beispiel mit Audiobus Sachen hintereinander schalten, kann man Effekte und Instrumente und so hintereinander legen. Aber wie viel Latenz produziert denn so ein iPad beim Rein und Raus und so? Das ist wie viel? Das naja, doch. Hängt oder? So ja, bisschen, also da geht's schon los. Es hängt so ein bisschen auch von der Generation des Geräts ab. Bei den neuen ist das eigentlich relativ unproblematisch. Aber für was für eine Situation würdest du das denn dann einsetzen, also so einen iPad-Effekt? Wenn du live mit dem iPad spielst, dann kann das richtig sinnvoll sein. Also du meinst, wenn du schon vorher eine Synthi-App hast, die dann da reingeroutet ist und dann wieder rausgeht. Dann okay. will ich vielleicht nochmal einen krassen Reverb drauf haben, den ich extra steuere. Wo mir halt eine externe App besser gefällt oder vielleicht nochmal ein Kompressor oder so. Und dann kann ich das halt alles so untereinander schalten. Also das geht ja mit Audiobus. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Link-Jam machst, dann hast du da deinen eigenen, einen linkfähigen Synthi-Drum-Machine oder was, den schickst du dann intern dann noch in die weitere Effekt-App und dann gehst du aus deinem iPad raus und dann in den Mixer rein und... Genau. Und man kann es über Audiobus machen und inzwischen geht es, glaube ich, auch theoretisch ohne externe App, dass die Apps miteinander sich das Audio hin und her schicken können. Inter-App-Audio. Genau. Ne? Wenn Apple das zu Ende entwickelt hätte, also richtig, dann, da kommen wir ja nachher noch zu Apple, ne? Dann wäre das auch eine coole Sache. Ich habe einfach nur, Mika, bei mir in der Praxis festgestellt, dass das nicht immer so schmerzfrei funktioniert. Hast du da bessere Erfahrungen machen können mit Inter-App-Audio und Audiobus? Also Audiobus funktioniert eigentlich gut. Da hatte ich relativ wenig Probleme. Also es gibt natürlich so wie bei allen digitalen Prozessen digitale Probleme. Okay. Bei Audiobus, das sind zwei Entwickler, glaube ich, zusammen entwickelt haben. Die auch ein ziemlich hohes Standing haben und die haben die App wirklich vernünftig gemacht, muss man sagen. Also ich hatte da jetzt nicht so die großen, krassen Probleme auf neueren Geräten. Okay, auf neueren Geräten? Auf welchem neuen Gerät bist du? Ich selber habe noch das Original iPad Mini, also das erste. Oh, okay, ja. Das auch. Aber sonst benutze ich ja, weil ich ja in mehreren Projekten auch iPads benutze, iPad Air 2 und so. Da funktioniert das super. Okay, cool. Darf ich dazu mal eine ganz kurze Frage stellen? Unbedingt. Die geht an den Mika. Wie viele Tracks oder Track
Parts länger als 4 bis 8 Takte hast du damit denn schon mal hergestellt? Also, weil ich meine, das klingt immer alles ganz gut so in der Beschreibung, aber ich glaube nicht, dass man damit wirklich einen Track machen kann, ganz ehrlich. Hast du damit schon mal was hinbekommen oder geht es dir da leicht von der Hand oder leichter? Kann man das wirklich einsetzen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich benutze das zum richtigen Produzieren nicht wirklich, außer Patterning, wo ich finde, dass das einfach ein extrem guter Sequencer ist, mit dem man schnell arbeiten kann. Und den schließe ich dann aber per USB, also dann schließe ich das iPad per USB an und lade das halt in Ableton. Und ansonsten sehe ich das im Moment eher als ein Instrument, als wie eine klassische Produktionsumgebung. Also man kann auch wirklich ganze Tracks irgendwie in Cubases oder so fertigstellen, um sozusagen quick and dirty mal irgendwie was zu Ende zu kriegen und flexibel zu sein unterwegs. Aber es ist bisher noch keine vollständige Produktionsumgebung. Der Ansatz ist auch bei Apple ja einfach ein anderer. Die versuchen ja auf dem iPad oder auf iOS möglichst wenig Hintergrundprozesse zu haben oder so wenig an Multitasking zu haben eigentlich und versuchen, dich in eine Oberfläche zu halten. Und so sind auch die Apps entwickelt. Also man sollte das eher als Instrument sehen. Ohne Filesystem, ohne Zugriff auf das Dateisystem geht es einfach nicht. Und deswegen ist auch Pro frech. iPad Pro ohne Zugriff auf das Filesystem ist eine Verarschung und die Pro-Apps werden auch nicht entwickelt. Ja, aber wir haben ja die neue Zwischenablage zwischen allen Geräten, da wird ja jetzt alles besser. Ah ja, dann ist ja gut. Also wird nicht. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Thema, möchte ich euch auch hier von, wie wird denn das ausgesprochen? Klevgrantze? SE. Klevgrant SE. Wir haben ja hier im Musetalk Stammtisch schon das ein oder andere grausame Promo-Video uns zusammen angeschaut. Hier ist mal ein wirklich schönes. Für einen DSer übrigens. Vamos. Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Hammer Idee. Una cerveza, por favor. Ja, sí, sí, claro, claro. Claro que hablo más poda mierda. Que tondo quilte el tulu lugar, abierta pervio con todo conmigo puedes. A huevo cabrón. Espresso. Una bieser de Suecia. Na, das ist doch geil, oder? Das finde ich mal gut. Ja. So was hat ja leider Seltenheitswert, ne? So, jetzt muss ich hoffentlich tut's das nur nicht, was in dem Spot gezeigt wird. Wieso? Hoffentlich lispelt es halt nicht voll weg, wie manche DS, also. Ja, nein, ja, ist eine ist eine Frage des Settings. Ja. Gut. Analog Heat. Ist heiß. Wie heiß? Naja, Analog Heat. Wisst ihr, warum das, also immer ganz kurz erklärt, also Analog Heat verspricht, wirklich analoge Sättigung zu produzieren. Da ist uns gerade der Stefan E. abhandengekommen. Er wird hoffentlich gleich wieder seine Skype-Leitung an den Start gebracht haben. Und das ist im Prinzip eine Verzerrerbox. Ja. Aber mit 8 verschiedenen Charakteren. Genau, mit 8 analogen Prozessen. Was ich allerdings, was mir aufgefallen ist, was ja eigentlich total geil ist an dem Teil ist, das unterstützt die Overbridge. Ja. Und dann kann ich dieses Teil komplett integrieren in mein Cubase Logic. Und automatisieren. Und automatisieren und Daten hin und her schicken. Also das könnte gar nicht so uninteressant sein, weil es auch nicht so teuer ist. Ich glaube, unter 200 Euro. Ne? Hab ich 800 Euro. 800 Euro. 800. Nix, 200. Oh, okay, yeah. Dann nehmen wir alles zurück. 800. Okay, das relativiert das natürlich genau. Wieder. Ne? Ich glaube, ich muss mal hier kurz an die Maus gucken, bei wem wir...
wir versuchen, den Stefan hier zu reanimieren. Den Stefan E., der uns abhanden gekommen ist. Wenn die Maus jetzt nicht auch abgestürzt wäre. Ja, ich muss jetzt mal gucken, bei wem die Maus ist. Probieren wir mal, den nochmal anzurufen. Derweil gucken wir uns das Standbild hier vom Analog Heat an. Gut, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Ich gehe jetzt hier nochmal in meine Liste. Ich muss das hier ein bisschen anders machen, meine Liste, habe ich festgestellt. Und nutze die Gelegenheit, solange wir versuchen, den Stefan hier reinzuholen. Oh, nein, danke. Stefan B., kannst du mal hier, während ich die Werbepause mache, versuchen, als Operator den Stefan E. wieder reinzuholen? Denn ich mache kurze Werbung für unseren Partner vom Hofer College, Sponsor unseres Stammtischs. Und eine Sache habe ich gefunden bei Hofer, das sind die Akustikvorhänge. Warum? Die sind wirklich interessant, denn ich habe hier fürs Büro, weil wir ja auch Videos editieren, schwere Vorhänge, Lichtschutzvorhänge gekauft. Und da ist mir aufgefallen, als ich hier durchgeguckt habe, für den Preis hätte ich auch nicht nur Lichtschutz, sondern auch Akustikschutz bekommen. Und von Hofer gibt es zwei Akustikvorhänge, einmal die Studio-Variante und die ISO-Variante. Und die unterscheidet sich primär dadurch, dass die Studio-Variante mehr oder weniger dafür sorgt, dass der Sound im Studio besser wird, Nachhallzeiten und Raumreflexion reduziert. Und die ISO-Variante zusätzlich aber auch noch eine Abschottung macht nach außen bzw. von außen nach innen. Das heißt also, die ISO-Variante absorbiert nicht nur Reflexion, sondern sorgt auch für eine akustische Trennung von Räumen und Schutz vor Außenlärm. Und wie gesagt, 300 Euro, das sieht erstmal teuer aus, aber wer sich immer einen festen, großen, langen Vorhang gewünscht hat für sein Studio, der wird feststellen, dass auch ein ganz normaler, großer Vorhang, zum Beispiel um Sichtschutz zu ermöglichen, fast genauso teuer ist. Also, vielen Dank an Hofer. Ja. Oder hast du eine Frage dazu? Ein Kumpel von mir will gerade auch sein gerade neu eingerichtetes Kellerstudio ausbauen, sagen wir mal so, und hat jetzt festgestellt, dass er halt voll den Flatterhall hat. Was willst du da empfehlen, so in der Richtung? Na, dann möchte ich wahrscheinlich eher die Studio oder möchte er auch gerne noch ein bisschen nach außen ab? Nee, nur in. Dann würde ich den hier empfehlen. Ja. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Hier gibt es noch eine FAQ, da kann ein Kumpel mal sich durchklicken. Und das ist eine wirklich gute Lösung, vor allem wenn man das, kann man das sehr gut vor Fenster machen. Und du gibst da an die Größe und alles und das genau, da gibt es auch noch einen Konfigurator. Das ist der Hofer Akustikvorhang-Konfigurator, da kannst du die Modelle auswählen und so weiter und so fort. Was ist mit dem Stefan? Tja, der ist. Jetzt ist er. Ne? 4 Sekunden. Wir hatten ja zwischendurch schon mal so kleinere. Internetproblem. Oder ist unser Skype jetzt hier, hat sich aufgehängt. Die anderen sind nur noch da, oder? Hier, da ist keine Rückmeldung. Na, dann beende das mal. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal zu unseren, endlich um 12.43 Uhr, ich glaube, da haben wir ein bisschen für uns verquatscht schon, ne? Wenn wir jetzt zu den Hauptthemen kommen wollen. Mika und SB, eure Erfahrung zu Ableton Link, schnell. Klappt oder klappt nicht? Also mit 4 Teilnehmern hat es wunderbar geklappt. Und als wir das letzte Mal den 5. hatten, dann hatte der eine Latenz auf einmal drin. Und die haben wir, also ganz am Anfang war er synchron und dann irgendwie nach 10, 20 Minuten war er irgendwie, hat er so 30, was weiß ich, Millisekunden gehabt oder so. Und wurde das dann immer mehr? Nee, die blieben dann stabil. Wir haben den Rechner neu gestartet, wir haben alles ausprobiert und nur er hatte dann irgendwie Latenz. Also ich weiß auch nicht, was da los war. War er mit Ableton verbunden? Ja, er hatte, was war es, 5 Links hat er drin gehabt oder 4 oder was waren es, ja. Er war voll mit drin. Also ich habe einen Hub. Aber waren die denn alle auf Ableton? Oder? Nee, wir hatten unterschiedliche, wir hatten gemischt. Hatte er Ableton laufen oder? Ja. Okay. Genau, der hatte einen Laptop, einfach einen Mac dabei mit Ableton. Ohne Interface, direkt aus dem Audio normal raus. Ah, Mini-Klinken. Ja. Rocker war. Genau, und die anderen waren teilweise mit iPads dabei und genau. Achso, das hätte mich mal interessiert, genau. Wir haben das gemischt gemacht. Ah, okay. Also war gemischt. Ich bin mit
Push- und Asus-Rechner gekommen, also Windows dann auch, und die anderen waren mit Mac und iPads und so unterwegs. Ja. Aber so einen knallharten Sync-Test, also 30 Millisekunden ist ja schon gigantisch viel. Aber weißt du denn, wie das im Idealzustand, wie viel Versatz da sein kann? Also als ich es mit den anderen, hat es super funktioniert. Da kannst du dann auch Klick anmachen und der ist dann auch ziemlich gleich. Zeit, ja. Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, was bei ihm da los war. Ich kenne den Fall auch nicht, dass es so einen Versatz gibt. Also, ja, also es war ganz komisch. Auf 8 Geräten und so. Und es kann halt manchmal sein, dadurch, dass die Entwickler für die Apps jeweils selber das implementieren müssen, dass da unter Umständen Fehler gemacht werden, aber wenn sein Ableton da irgendwie ausgestiegen ist. Ich meine, keine Ahnung, was ich mir jetzt rein theoretisch noch vorstellen könnte. Was vielleicht auch sein könnte, dass der Router war. Wenn es ein alter Router war, der nicht so viel Datendurchsatz hat. Das könnte auch sein. Also war jetzt nicht der neueste, aber einerseits das und andererseits, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, wenn er einen Plugin benutzt hat, was die Latenz sozusagen nicht an Ableton weitergegeben hat. Mhm. Und das dann sozusagen die Latenz erzeugt hat, ohne dass Ableton das weiß und deswegen nicht ausgleichen kann. Ja. Das könnte noch möglich sein. Aber sonst. Stimmt, ja. Also ich meine, wie gesagt, mit 4 hat es bei mir super funktioniert. Du sagst, mit 8 hat es auch super funktioniert. Ja, also bei ihm weiß ich auch nicht, was da los war. Aber an sich eigentlich sonst ein stabiles System, was auch gut funktioniert. Absolut. Ja, das ist auch wirklich meine Erfahrung, dass es extrem stabil und sicher läuft. Leider haben sich die Entwickler alle noch nicht auf einen einheitlichen Standard geeinigt, wie sie sozusagen die Oberfläche für die Implementation machen. Also ob ich immer auf der nächsten Zählzeit anfange oder auf der nächsten 1 oder so, da gibt es bisher noch, ist noch nicht bei allen Apps gleich, okay, aber das hängt halt von den jeweiligen Entwicklern ab, ne? Ja. Ansonsten ist es schon eigentlich echt super gewesen. Und einfach auch so totale Notwendigkeit, wenn ich sage, ich möchte das iPad als Instrument benutzen und in der Gruppe spielen. Ja, okay. Also kommt man nicht drum herum. Und worauf jetzt viele hoffen, ist, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr passiert. Und dass dann halt zum Beispiel auch Scaling, einheitliche Skalen möglich wird und so. Ah, okay. Ja. Ach so, dass die Skalen auch über Link übertragen werden. Mhm. Also gibt es auf jeden Fall viele Leute, die sich das wünschen. Mal gucken, ob es kommt. Aber ihr seht das beide aber primär als Tool für live oder zum Jammen oder mit anderen zusammen, zwar nicht mit 2 Leuten oder 3 Leuten zu produzieren im Studio. Macht eher keinen nicht, Sinn. Nee, das, was naja, aber also, wie ich schon gesagt habe, Patterning nutze ich ja auch. Und das synchronisiere ich halt nicht über die MIDI-Clock, sondern über Link dann. Achso, okay. Weshalb stabiler läuft. Und dann schicke ich halt einfach nur die MIDI-Daten in eine Richtung raus. Okay. Dafür macht es dann halt auch Sinn. Das ist ein guter Ersatz für MIDI-Clock. Genau. Also du meinst, ja, einer funktioniert nämlich besser als MIDI-Clock. Oh, cool. Also du meinst dann, einer kann dann am Rechner sitzen und dann was machen und der andere sitzt dann hinten auf der Couch mit dem iPad und macht dann die Patterns von hinten noch auch in den Rechner. Genau, zum Beispiel. Ja. So, das haben wir im Snap-Studio genauso gemacht. Ja. Auch gut oldschool-mäßig mit MIDI-Timecode und MIDI-Clock. Ja. Damit nicht einer da sitzt, muss ich die Zeitung lesen. Darauf kann man nämlich dann verzichten. Hm. Oder es gibt halt auch Apps, die, es gibt eine App, glaube ich, die jetzt das dann übersetzt, also eine Verbindung zu Link herstellt über Link und dann halt einen Timecode rausschickt. So dass man halt auch Geräte, die weiter weg stehen oder so, auch synchronisieren kann oder so. Und das Ganze ist halt gerade für Live-Anwendungen total interessant. Also wenn jetzt einer mit dem Rechner kommt und einer mit dem Synthi-Keyboard und die sich beide irgendwie synchronisieren wollen, dann ist es schon durchaus interessant, dass der mit dem Synthi-Keyboard einfach nur sein iPad anschließt und das synchronisiert. So. Macht Sinn.
Im Endeffekt warte ich jetzt noch drauf, dass die Hardwarehersteller halt auch irgendwie, wenn dann irgendwie ein Wi-Fi vielleicht irgendwie im Synth-Team oder ein Drumcomputer mit drin ist, das dann auch können. Also das wäre halt eine super, sozusagen, dann wäre alles abgedeckt. Dann könnte man das so als richtigen Standard benutzen. Na, hoffentlich wird da was draus. Theoretisch ist es ja auch möglich, weil das ja jetzt Ableton geöffnet hat, den Standard. Jo. So. Ich muss Druck machen. Ja. Denn sonst kriegen wir wieder richtig Ärger. Anmoderation war doch. Und Kai erzählt uns was über seine Erfahrungen mit macOS Sierra. Das frage ich nochmal kurz in die Runde rein. Hast du das installiert? Hey, ich habe doch gar keinen Mac. Wieso? Kann man das? Du hast doch einen Intel-Prozessor, einen Hackintosh? Hackintosh? Ich habe einen Asus. Du bist auf Windows. Okay. Stefan E., auf was bist du? Auf meinem Produktionsrechner jetzt ist ja. Ehrlich? Jawohl. Jo. Jo, da kannst du also auch gleich was dazu sagen. Ich habe es auch aus Entwicklergründen gemacht, weil gewisse Leute halt wissen wollen, ob es darauf läuft. Ja, sehr gut. Mika, du? Nee, ich habe die letzten 2 Jahre, bin ich da durch viele Tränen und Backups gegangen. Vornehmlich gar nicht mal wegen Apple, sondern wegen Drittanbietern. Und habe mir gesagt, okay, diesmal warte ich. Ich möchte nicht ein altes System wieder zurückholen müssen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Okay. So, Kai, du hast mir diesen Link hier geschickt von deinem Haus und Hof Verlag, Heise Online, mit dem Hinweis, du hast es wieder deinstalliert. So, jetzt erzähl mal. Du warst der Held. Das ist relativ einfach. Ich habe es installiert. Danach hat halt Sierra meinen schönen 21:9 Monitor nicht mehr erkannt. Was dazu führt, dass man dann auf 21:9 irgendwie einen breitgezogenen 16:9 Bildschirm hat. Oder ein ganz kleines Guckloch, was natürlich nicht so ganz viel Spaß macht. Habe ich noch ein bisschen mit Sierra rumgespielt und habe dann mich entschlossen, wieder das letzte Backup zurückzuspielen, was ja auch kein großer Deal ist. Okay, hast du denn... Darum läuft jetzt bei mir noch El Capitan. Hast du denn noch Gelegenheit gehabt, bevor du das mit dem Monitor gemerkt hast, festzustellen, welche Audio-Apps laufen? Also ich habe es halt mit Cubase ausprobiert, was ich hauptsächlich verwende, und das hat funktioniert. Wobei ich auch schon von Leuten gehört hatte, die Beta-Version von Sierra verwendet haben, dass es da keine großen Probleme gibt. Also wobei man kann das natürlich nicht für alle Plugin-Hersteller in Bausch und Bogen sagen. Also einige haben ja prophylaktisch schon gewarnt vorab. Ich glaube, Steinmeck hat gewarnt, Plugin Alliance hat gewarnt, der eine oder andere Hersteller hat gewarnt. Was weiß denn Stefan E. schon? Ja, also ich kann da irgendwie nicht so viel zu sagen, weil ich keine Veränderungen großartig festgestellt habe. Also mein Audio läuft alles. Ich habe erst... ich habe es halt installiert, dann Projekte geladen, an denen ich gearbeitet habe, und lief alles. Welches Musiksoftwareprogramm nutzt du denn auf deinem Mac? Logic X. Und da gab es keinen Ärger mit der AU Validation, die ja sonst normalerweise immer am Arsch ist? nein, gab es wirklich keine Probleme. Der hat natürlich alle durchgescannt. Ja. Und gut, ich habe jetzt auch keine. Ich habe nicht viele Plugins, also ich sag mal nicht viele Plugins bei mir drauf. Vielleicht habe ich einfach, bin ich auch nicht repräsentativ, weil ich nur irgendwie wenig Kram nutze. Aber das, was ich drauf habe, läuft. Und hier bei Gear News ist das Statement auch, alle DAWs starten anstandslos und alle DAWs laden problemlos. Die Testprojekte nehmen problemlos Audio mit den normalen Latenzen auf, bearbeiten MIDI wie gewohnt und lassen sich ganz normal automatisieren. Lediglich Reaper hat im Vergleich zur Windows-Version im Mixer eine nicht geringe Latenz bei Mausklicks. Das hört sich so ein bisschen so wie Entwarnung an, ne? Ja. Ne? Das kennen wir aber auch schon anders, ne? Ehrlich gesagt, ist ja auch nicht viel passiert. Also auch nichts, eigentlich ist nichts passiert, glaube ich, was Audio berührt irgendwie, oder? Also ja, ich glaube auch, dass die da nicht weiter rumgeschraubt haben. Ja. Bei den AUs haben halt manche gesagt, bei den AUs haben die ein bisschen was gemacht, aber ansonsten nichts weiter. Was eigentlich auch mal ganz schön ist.
Ja, auch mal Ruhe irgendwie, ne? Oder? Ein bisschen Ruhe haben zu können, theoretisch. Gucken. Kai, CT, du bist doch CT-Autor. Mhm. Wer war denn der böse Mensch, der hier irgendwie Öl ins Feuer gegossen hat? Hier? Der Audioadapter liefert sogar noch einen schlechteren Sound. Ja, das ist mein geschätzter Kollege und guter Freund Hartmut Giesemann. Mhm. Beziehungsweise, der hat das ja gar nicht, der hat ja nur aufgeschrieben, was dort im Messlabor mit sehr teurem Messequipment aber festgestellt worden ist. Höhere Pegel nur bei niedrigen Kopfhörern. Da ist ja, glaube ich, Kai, der DA-Wandler in diesem kleinen Rotzding drin, ne? Genau. Hat man nämlich jetzt festgestellt. Also da wird gar kein, über den Lightning kommt gar kein Analog-Signal raus, sondern tatsächlich ein Wandler. Und wenn ein Wandler bei Apple so klein ist und 9 Euro kostet, dann kann der nur scheiße klingen, ne? Weil A ist, wissen wir, klein ist für Audio immer schlecht. Und 9 Euro, das ist ja, und wir wissen, Apple hat eine riesen Spanne, dann kann dieser tolle DA-Wandler nach meinen Berechnungen nur 11 Cent gekostet haben, der Hersteller. Ich glaube, es ist anders in diesem Fall. Ja, wie denn? Also ich vermute, dass Apple diesen Adapter vielleicht sogar zum Selbstkostenpreis abgibt. Vielleicht machen sie auch noch eine Mark dran. Aber ich glaube, das ist einfach notwendig, damit die Leute halt nicht völlig abkotzen über den Verlust der Klinkenbuchse. Da sagt man halt, okay, dann packen wir diesen Adapter bei. Und dann machen wir halt nicht, das kostet dann halt nicht 40 Euro, sondern das kostet dann 9 Euro. Genau, und wenn du den Schatin gleich mitzuliefern, ne? Also ne, der ist ja dabei. Ist dabei. Achso, also er ist dabei. Einen dabei, aber die Sache ist ja, die sind viel voll. Erstmal ist er natürlich schnell verloren. Und vielleicht überlegst du dir dann auch, ich mach die gleich an meine Kopfhörer überall dran. Deswegen haben wir sie. Ich finde es schlimm. Ja, ich meine, wie gesagt, dann hast du einen Adapter und dann hast du noch ein Kabel, dann hast du zwei Stellen, die auseinanderziehen können. Aber okay, ja, wenn man das unbedingt will. Also du hast zweimal stecken, also finde ich super. Das ist voll for the ass. Vor allem haben wir noch gar nicht das Argument gehört, warum das jetzt alles besser wird. Da heißt ja immer, ja, Apple hat ja auch die Floppy Drive abgeschafft und so. Ja, aber dann gab es neue, moderne Speichermedien. Ja, aber das hat sich tatsächlich, zu der Zeit war das noch nicht so eindeutig absehbar. Das ist für uns jetzt aus der Rückschau so, aber wenn man sich anhört, wie die Technik-Nerds und wie die Entwickler darüber damals gesprochen haben, für die war das genau. Da warst du doch noch gar nicht geboren, Mensch, Mika, jetzt hör doch auf. Aber da muss ich, ich war ja vor 2 Wochen auf der IFA. Sachen durchlesen, also auch sich mal anhören, was Leute, die irgendwie so 40, 50 sind und Entwickler sind, was die so erzählen. Und für die war das halt auch ein ganz furchtbarer, schmerzhafter Prozess. Und uns steht da jetzt so dasselbe bevor. Also und die nächsten 5 Jahre wären wahrscheinlich ziemlich schlimm. Also ich meine, zu Portable High-Quality Audio, da ist ja Sony gerade, also ich war ja vor 2 Wochen auch auf der IFA und habe mir das mal alles angeguckt, was die da so vorgestellt haben. Und die sind da ja ganz anders drauf. Die haben jetzt nochmal einen neuen, wie heißt das, Walkman hier, so ein richtiges Festplattending wieder rausgebracht, was dann 24-Bit, 96 Kilohertz in perfekter Soundqualität, das nennen die dann Hi-Res Audio jetzt rausbringen. Okay. Also ich meine, wenn Apple dann sozusagen aufhört mit hoher Qualität, sagt Sony jetzt, hallo, ich bringe jetzt wieder einen dezidierten Walkman raus. Ich glaube, man muss ja relativieren, was diesen Adapter angeht. Ja, relativieren mal. Der Adapter liefert schnurgeraden Frequenzgang, hat eine gute Verstärkung und hat immerhin noch einen Rausspannungsabstand von 100 Dezibel. Also das ist ja mitnichten schlecht. Nur wenn man es vergleicht mit dem, was früher die Kopfhörerbuchse geleistet hat, also zum Beispiel vor allen Dingen die Kopfhörerbuchse am iPad ist sehr gut, da kommen irgendwie, glaube ich, 105 Dezibel an. Und da sind wir einfach in einem Bereich, das schaffen noch nicht mal viele Audio-Interfaces, es sei denn, man gibt sehr viel Geld aus. Okay. Was es auch zeigt, ist, dass eigentlich viel Zubehör, was für die ganzen mobilen Telefone, zumindest im Bereich bei Apple, angeboten wird, einfach Quatsch ist. Weil das Ergebnis, was aus der Kopfhörerbuchse rauskommt, ist sehr gut. Und dann reden wir, wenn du es wirklich besser machen willst, reden wir dann über vielleicht, was geht dann noch? Da gehen vielleicht noch 4-5 Dezibel oder vielleicht 10. Dann ist das technisch Machbare irgendwo erreicht. Und jetzt wie war das mit dem Frequenzgang, Kai?
Ist das da so? Der Frequenzgang ist tadellos an dem neuen Ding, an dem Adapter. Okay, na gut, also wegen dem 5 dB Rauschabstand werden wir jetzt nicht weinen, ne? Nein, also du kannst immer noch sehr gut darüber Musik hören, aber wenn du halt hoch aufgelöstes Audiomaterial hast, fehlen dir eventuell diese dB, wenn du darauf Wert legst, dass es wirklich alles tippitoppi ist. Außerdem haben die festgestellt, dass die im unteren Bereich, also im leisen Bereich, komprimiert dieser Adapter leicht. Das hat den Vorteil einfach, wenn du unterwegs bist, und die meisten Leute werden ja unterwegs sein, wenn sie mit ihrem mobilen Gerät Musik hören, dass du leise Stellen etwas besser hörst, weil die etwas angezogen werden. Okay. Stefan, ja? Was hast du noch? Ja. Also ich würde sagen, wenn man auf Audioqualität in der Höhe Wert legt, müsste man dann nicht sowieso auf einen Bluetooth-Kopfhörer zurückgreifen, weil halt digital zu digital und so, ist das nicht dann sowieso vom Dynamikumfang und von Auflösung her besser als... Aber ist Bluetooth nicht von der Technologie her so beschränkt? Also ich kenne nur schlechter klingende Bluetooth-Kopfhörer als... Ich auch. Ja. Oder wenn sie gleich gut klingen sollen, sind sie mindestens doppelt so teuer. Ja, also das ist gar kein guter Weg, um bessere Qualität zu erzeugen tatsächlich. Was mich sehr besorgt ist hier, was ich auch bei Mac Rumors gefunden habe, ist eine Umfrage von Apple, in dem sie fragen, wer denn an meinem schönen MacBook Retina noch einen Kopfhöreranschluss benutzt. Da kriege ich Angst, Stefan. Stefan E. und Stefan B. Naja, dann kann das, was wir letztens beim Link Jam gemacht haben, geht dann gar nicht mehr. Also, dass der sich einfach mit dem Headphone Jack da bei uns anschließen kann. Das wäre dann sozusagen vorbei. Er kommt mit seinem Lightning Mini-Klinken-Adapter oder was an. Genau. Oh, ist das schlimm. Oder muss halt ein Interface bringen. Oh. Schlimm, 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 aber Stefan, du bist ja hier der Mac-Mann im Studio. Du hast keine Sorgen, ne? Wegen Apple. Ah, nee, also darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich habe auch persönlich kein Problem damit, dass die Kopfhörerbuchse weggefallen ist, weil ich habe mir da auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Bluetooth-Kopfhörer nutze, ist es auch ganz okay. Ich meine, habe ich kein Kabel, okay. Dass natürlich ich jetzt nicht gleichzeitig laden kann und so, die Probleme, die sind mir klar, die sehe ich auch, aber das ist auch, glaube ich, weniger mit Argumenten zu beschreiben, als mit so einem Lifestyle-Ding Vorreiter sein in Sachen, die sonst keiner macht. Das ist halt so ein bisschen die Downside von Apple, aber okay. Also ich unterstelle da nur Profitgier, weil ich arbeite, sonst hätte ich damit auch eigentlich relativ wenig zu tun. Naja, also ich denke halt, dass sie in dem Fall, wie so häufig, ihre Marktmacht nutzen, neue Standards durchzudrücken. Nein, das ist ja kein Standard. Das ist ja das Problem. Auch verdienen. Nee, die sind dabei, einen neuen Standard zu kreieren. Zu etablieren, ja. Und ich meine, letztendlich haben wir genau dem, was wir irgendwie so als Wahnsinn irgendwie immer wieder wahrnehmen oder als so große Ungerechtigkeit, genau dem haben wir zum Beispiel auch unsere USB-Buchsen zu verdanken. Und da will heute auch niemand mehr drauf verzichten. Und die sind der Meinung, aus, denke ich, auch ganz guten Gründen der Meinung, dass Bluetooth theoretisch sehr leistungsfähig ist. Und jetzt wollen sie halt alle anderen im Markt erpressen, also, sich darum zu kümmern. Veto. Erstens ist es kein Standard. Das ist ein Apple-interner Standard, wo andere Leute Lizenzen für bezahlen müssen, falls sie das in ihre Kopfhörer einbauen wollen. Oder wenn sie das an ihrem Laptop haben wollen oder wo immer. Und ich sehe nicht, es ist ja nur was weg. Es ist ja an dieser Lightning-Schnittstelle jetzt nichts Neues passiert, außer dass man gesagt hat, ja, da kommt jetzt kein Audio mehr raus, wir haben keinen Anschluss mehr dafür, aber du kannst das über Bluetooth machen, das konntest du ja vorher auch schon. Also, sorry. Ich habe ja auch noch einen schönen Artikel gefunden zum Abschluss der Sendung auf Create Digital Music vom
Peter Kern und der hat einen langen Artikel, schönen Artikel gelesen, geschrieben. Apple's Relationship with Pro Music needs some mending. Und da werden alle die Probleme, die auch ich sehe, mit Apple um die Musik machen. Hier, Apple isn't making good headphones, Apple Music isn't reaching out to musicians, bla bla bla. Und was besonders, wo ich auch in dieses Horn möchte ich auch hineinstoßen, hier, Audio Performance Issues und wo war das? Conclusion, hier ist es im Prinzip, schreibt er auch, der sagt irgendwie, die Qualität der Audio Software ist über die letzten Betriebssystemversionen nur schlechter geworden. Ist auch etwas, was ich hier tatsächlich auch mitbekommen habe. Du meinst jetzt die Logic-Sachen und so? Logic-Sachen, Probleme hier mit dem Audiotreiber, mit dem Umschalten und so. Also es ist eher schlechter geworden. Na, was sagen die anderen Mac-User da? Nö, ja, bei mir läuft alles gut, ne? Ja, okay. Na, habt ihr Glück gehabt. Ich hab da auch nichts festgestellt. Ja. Würde dir sagen, ist alles übertrieben, alles Quatsch. Naja, im messbaren Bereich und im empirischen Bereich trifft das bestimmt alles zu. Das Problem ist nur, es ist, sagen wir mal, das sind 3%, die das Ganze ausmachen, bis 5. Aber das kann man durch den ganzen anderen Prozess, durch was man tut, sowas von kompensieren, dass einem das vielleicht gar nicht auffällt. Also ich meine, man könnte jetzt, ich habe jetzt gerade gehört, zum Beispiel die Soundqualität von Logic soll irgendwie zurückgegangen sein. Gut, das konnte ich jetzt nicht feststellen. Ich habe nur gesehen, viele Plugins haben neue GUIs bekommen. Und also ich finde die neuen Kompressoralgorithmen nicht schlecht. Ich finde die gut. Also VCA, der ist ganz okay. Ich probiere jetzt aber auch nicht 10 dagegen aus und bin da sozusagen kein Journalist, sondern ich setze es ein. Ich denke, es klingt ganz geil irgendwie. Ich komme damit ans Ergebnis und dann ist es auch in Ordnung. Und ja, für manche Sachen habe ich schon dann Dritthersteller-Plugins. Aber für das meiste kommt man mit der Idee und guten Ohren weiter, als einem das sozusagen an irgendwas hindern würde, dass irgendwelche Kompatibilität schlechter ist oder so. Das ist einfach der Punkt. Ja, das ist unbenommen, glaube ich. Oder? Ja, aber ist ja richtig. Ist das Wichtigste. Ja, absolut. Heißt nicht so Make More Music, so nach dem Motto, klar. Ne? Ja. Kann immer sagen, ja, du kannst auch mit allem irgendwas produzieren und auch gute Musik und einen Hit machen und so weiter. Das kennen wir alles immer. Dieses. Genau. Das kann man immer sagen, das ist genau. Klar. Aber ich finde einfach, dass die Abstriche, die man mit der Zeit jetzt macht, ob das ein Missing Headphone Buchse ist oder andere messbare Probleme, die aufgetreten sein sollen, dass die einfach immer noch gering genug sind, dass die sozusagen kreativen Prozess immer noch nicht so richtig ins Gewicht fallen. Ja, und ihr seid ja auch zufrieden. Und wir haben ja hier insgesamt jetzt 4 Apple-User. Na, da haben wir hier so einen Außenseiter, ne? Einen aussätzigen Windows-User. Wir können alle 4 ja Musik machen, ne? Mit unserem Macs. Also das geht schon und klar, wir müssen natürlich immer ein bisschen, wir sind ja auch hier zum Nölen da, ne? Wir sind ja auch deutsch, wir nölen immer. Ja, genau, ist alles nicht gut genug. Ich habe jetzt sowieso ein Problem, wie ihr vielleicht auch schon festgestellt habt, liebe Gäste. Hier versucht, in einem neuen Format meine Themen hier anders zu organisieren. Problem ist, ich bin gerade mal bei der Hälfte der Themen und die Zeit ist um. Vor allem eure schönen Tipps der Woche. Ich weiß jetzt nicht, wir haben 2 Möglichkeiten. Wir sagen das Ganze ab mit den Tipps der Woche oder hauen die durch oder machen die... Also jeder sagt 2 Sätze dazu, würde ich sagen. Und das reicht. Ja, wollen wir das machen? Kann man so. Okay. Dann fängt an der Kai. Ich fange an, okay. Mein Tipp der Woche ist... Los. Was? Ja, los. Los. Mein Tipp der Woche ist ein schönes Halbplugin namens Nimbus und das kommt von Exponential Audio. Exponential Audio war bislang eigentlich bekannt durch 2 Halbplugins. Das eine heißt Phoenix Verb und das andere heißt R2 oder R2. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat ja auch dein Kumpel aus Berlin, der bekannte Produzent,
lobt diese Hall-Plugins sehr. Und jetzt gibt es ein neues, das heißt Nimbus. Und das hat relativ viele Möglichkeiten, also auch ungewöhnlich viele Möglichkeiten, die Early Reflections und die Hall-Fahne zu beeinflussen. Beispielsweise durch Filter oder durch Hüllkurvenähnliche Regler oder auch durch Kompressoren. So, das kann ein eintreffendes Signal, kann die Hall-Fahne beschneiden. Das macht es sehr gut, ist, glaube ich, gerade rausgekommen und kostet in Euro 180. Und es klingt wirklich ganz fantastisch. Phoenix sagt mir auch was. Also Sidechain im Hall. Es ist kein Sidechain, es achtet auf das Eingangssignal. Das ist so ein also wenn du einen langen Hall hast und dann kommt, es kommt ein neues Signal vorne rein, kannst du sagen, dann mach mir bitte in dem Fall, dämpfe bitte die Hallfahne, damit das nicht ineinander matscht. Okay. Cool. Also nicht wirklich Sidechain, aber von der Idee her schon. Ja, ja. Also ein Ducker oder so. Mhm. Der Herr Pompetzky, glaube ich, nutzt vor allem auch das Phoenix Verb sehr gerne. Ja, 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 ja. Hat er auch in dem Studiobesuch erwähnt. Genau. Und da habe ich auch gesagt, oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Muss ich mal checken. Habe ich nie gemacht. Sorry. So, Mika. The Metronome by Soundbrenner. Thematisch, weil wir ja irgendwie bei Ableton Link heute so viel waren. Das erste Metronom, was sich mit Link synchronisieren kann. Und das finde ich gerade für Live-Anwendungen sehr interessant. Für mich am Schlagzeug, wenn ich mit jemandem, mit Rechner zum Beispiel zusammenspiele, nicht extra noch mit MIDI-Clock irgendwas synchronisieren zu müssen oder den Klick über einen extra Kanal rausschicken müssen, der überall hingeroutet werden muss und so weiter und so fort. Und da habe ich dann keinen Zugriff drauf, sondern ich nehme mir die App, synchronisiere das Ganze und kann mir da selber einstellen, wie es klingen soll, was ich hören will, etc. pp. Und es ist ziemlich unkompliziert. Kostet nichts. Kostet nichts, glaube ich. Ist leider halt auch nicht so gut wie alle anderen oder ein Großteil der anderen Metronomen-Apps auf dem iTunes-Markt. Aber eben straightforward kann das, was es soll. Cool. So, Stefan E., du hast zwei geschickt, ne? Ja, Limiter geht schneller. Limiter geht schneller? Okay. Limiter. Ja, finde ich auch einen besseren Tipp irgendwie. Also es geht nur um den FabFilter Pro L und da um, also das ist ein alter Hut, ist klar, ist aber ein super Limiter. Abgesehen davon kann man, das ist mein Tipp, bei gedrückter Shift-Taste den Gain-Regler bedienen, also quasi den Gain anheben und dann wird der Output dementsprechend entweder absolut oder relativ runtergeregelt. Das heißt, man kann wirklich 1:1, es ist keine große Sache, aber man kann wirklich sich wirklich ändern bei gleichbleibendem Pegel, also automatische Pegelkompensation, mehr ist das nicht. Ja, und dann fährt man halt so weit rein, bis man denkt, okay, ist es noch einigermaßen cool, dann kann man halt den verlorenen Gain-Output wieder aufholen da und hat man ein gutes Ergebnis vom Limiter. Das heißt also, du kannst den Effekt der Kompression viel, viel besser beurteilen, weil du ihn nicht dadurch, dass du eine andere Lautheit hast oder also Pegel hast, verfälscht ist. Ne? Richtig. Und das nutze ich wirklich immer. Also seitdem ich dieses Plugin habe und dieses Feature, als Feature, diese Funktion nachgelesen habe, nutze ich das immer. Das ist einfach Standard bei mir jetzt. Okay, cool. Guter Tipp. Was ist denn whosampled.com? Oh, das ist eine App oder Website. Das ist einfach eine Datenbank, wo man jeden Track eingeben kann und wo einfach herauskommt, was wo entlehnt wurde. Ich habe zum Beispiel gestern im Radio gehört, Talk Dirty von Jason Derulo. Ich weiß, besonders kurz fassen, aber das ist da ist dieses geile Saxophon drin. Da dachte ich mir, ich glaube einfach nicht, auch dass irgendwelche amerikanischen Produzenten sich Musiker ins Studio holen und da sowas Geiles eingespielt wird. Das glaube ich einfach nicht. Dann habe ich auf WhoSampled geguckt und es ist natürlich ein Sample, ne, von einem anderen Stück und aus einem ganz anderen musikalischen Kontext, was aber dann beim Jason Derulo-Track super geil klang. Und da habe ich so gedacht, ah, okay. Mhm. Ich habe es also quasi dem Braten gerochen und der Braten war auch da. Ah, dann gucke ich mal. Kann man alles eingeben. Natürlich wird auch übertrieben. Nicht alles, was dort steht, ist wirklich auch so. Also wenn du Hip-Hop eingibst, da finden sich ja meistens auch relativ viele Samples. Da kann man fast alles eingeben. Genau. Da findet sich immer irgendein Match, was irgendjemand eingetragen hat. Das meiste finde ich aber fadenscheinig.
Nein, aber da, man muss da auch die Audio-Links, also die Links zum YouTube oder zu iTunes mit einstellen, oder die gibt es immer dabei, sodass man sich das sofort selbst anhören kann. Ja. Auch genau mit Zeitangabe, Sample Appears, App, so und so. Cool. Interessant, dass es sowas gibt. Und was ist dein Tipp? Ich habe heute den Humanizer von Denpa. Das ist auch ein Free Max for Life Device. Das kann man bei dem einfach über Gumroad für 0 Euro runterladen. Mhm. Und der hat einen Randomisierungseffekt für die Delay. Also der verzögert deine MIDI-Daten randomized. Jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Zufällig. Zufällig, genau. Also der verändert die Latenz von einkommenden MIDI-Daten zufällig um zwischen 0 und 10 Millisekunden, sodass wie ein menschlicher Spieler, der nicht ganz perfekt tight spielt, so ein bisschen also vor oder zurück sich bewegt. Und das Gleiche auch für die Velocity-Werte des Audios. Und dadurch kann man zum Beispiel ganz hart programmierte Drum-Rhythmen ein bisschen, sagen wir mal, dass sie sich ein bisschen nicht ganz so stark und hart klingen, dass sie einfach sich ein bisschen bewegen. Man kann also quasi auch zu tight spielende Menschen noch weiter verhumanisen, ja? Ja, wenn du jetzt mit einem V-Drum spielst und das da durchschickst, dann kannst du den auch noch sozusagen enttighten. Der Entiter. Genau. Wir haben keine Zeit mehr, okay. Ich frage mich. Wir sind schon weit, wir haben ja schon, ich glaube, 10 Minuten überzogen. Wir machen jetzt hier den Gottschalk, oder? Ja. Obwohl, dann hätten wir ja noch ein bisschen was, ne? Dann kann man nach 20 Minuten. Aber ich glaube, wir haben es jetzt alles durch, oder Kai, was meinst du? Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind total durch. Da wir jetzt durch sind, machen wir Schluss und ich verabschiede mich bei meinem Gästen. Ich bedanke mich, dass der Stefan heute hier im Studio war, dass der Stefan das erste Mal mit dabei war. Vielen Dank. Danke. Dann bedanke ich mich noch beim Mika und beim Kai und sage Make More Music mit Music Talk bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.